Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Heute spielen wir mal ein oder das nächste Indie-Spiel. Und zwar spielen wir heute The Clearing. Das soll auch einige Horror-Elemente haben. Ist aber mehr ein Spiel, was eine Geschichte erzählt. Also denke ich mal, wird es hier viel ans Vorlesen gehen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich das, wenn ich das letzte Mal was vorgelesen habe. Außer so ein paar gute Nachtgeschichten vielleicht. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie die Story ist, worum es geht. Und ohne großartig zu faseln, würde ich sagen, drücken wir mal auf New Game und starten das Spiel. Viel Spaß! Undead Scout. Clearing. Schöne Musik. So, da sind wir also. Hier ist unser Jeep. Ja, ich würde sagen, wir haben den hier einfach in eine Sackgasse gefahren. Und ja, schauen wir uns mal um, was hier so abgeht. Wie gesagt, Story wird sich mal, denke ich, im Laufe des Spiels erklären. Ah, okay. Even though he had never been outpouring and showing his love, neither to me nor to my mother, I still believed that he loved us. I couldn't be more wrong. Ja, unser Vater war wohl Schriftsteller, ziemlich erfolgreich, ein Vorbild. Und wir würden auch gerne so werden, jedoch hat er uns nie wirklich seine Liebe gezeigt und daher kann man ihn, denke ich mal, eher als erfolgreichen Mensch jedoch als kaltherzig bezeichnen. Okay. Anscheinend sind wir hier richtig. Hier ist schon mal ein Tor. Und das sieht irgendwie nach Friedhof aus. So Grabsteine. Es gibt ja keine. Es wachsen ja keine flachen Steine so. Also, Steine wachsen generell nicht, aber das ist doch schon eher Friedhof. Kann man irgendwas lesen? Nein. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal durchs Tor, wenn das geht. Da auf. 3 years ago, Stan Gresh died. His body was found beside the gates of San Francisco National Cemetery, where his parents had been buried. An autopsy showed the presence of several different kinds of amphetamine in my father's blood. Nobody knows what he was doing in the cemetery. He told us that he was going to meet his publisher to hand him his last work. The manuscript was never found. Okay, Stan Grash ist wohl unser Vater. Vor 3 Jahren wurde seine Leiche auf dem Fried. Hä? Okay, Tore, Steine, alles weg. Vor 3 Jahren wurde seine Leiche auf dem Friedhof gefunden, wo seine Eltern begraben wurden. Vielleicht wollte er halt den Friedhof besuchen oder das Grab seiner Eltern. Und er wurde dort tot aufgefunden. Bei der Autopsie hat man mehrere Amphetamine festgestellt, also war er wohl auf irgendwelchen Aufputschmitteln. Und das Einzige, was man wusste, war, dass er eigentlich sich mit seinem Verleger treffen wollte, um sein letztes Werk abzugeben. Also, der Vater ist schon mal tot. Okay, Amphetamine. Ich muss sagen, bis jetzt so atmosphärisch, die Musik, der Wald, ganz nett. Da geht's lang. Ich kann auch nicht rennen, ich kann gerade nichts machen, außer halt ein bisschen spazieren gehen. Nein, ich bin von da gekommen. Ich trottel. Geht die Musik jetzt noch weiter oder war's das? Von mir aus könnte ich die Endlosschleife spielen. Ich finde die gar nicht so schlecht. Passt atmosphärisch ganz gut dazu.
A year after Bett. My father, my mother passed away. A cancer. The last moans were real torment. Non-stop under the influence of morphine that caused hallucinations, in which my father played the main character. In narcotic dreams, she often woke up screaming a name. He was the hero of the first of father's best-selling books, a combative conspirator who defeated a bad Yankee in a duel about a woman. Okay, ein Jahr nachdem der Vater gestorben ist, also dann quasi vor 2 Jahren, ist die Mutter ihrem Krebsleiden erlegen. Ja, stand die ganze Zeit unter Morphium, also unter Schmerzmitteln. Und ja, hat dadurch halluziniert. Teil dieser Halluzination war wohl ein Charakter aus eines der erfolgreichsten Bücher seines Vaters. Ja, auf jeden Fall waren der letzte Monat Quälerei. Das Bett ist, denke ich mal, auch halt symbolisch dafür, dass sie halt den letzten Monat nur noch unter Morphium im Bett gelegen hat und vor sich hin halluziniert hat. Denke mal, das wird auch gleich verschwinden, genau wie das Friedhofstor am Eingang. Habe ich es mir gedacht. Entweder ich bild mir das ein, dass es jetzt dunkler geworden ist, oder das ist halt, weil es auf einmal so super grell war. Nun gut, gehen wir mal den Weg weiter. Okay, ein Briefkasten. Vielleicht finden wir da ja was. Kann ich damit irgendwie interagieren? Ein Brief. To my great surprise, a month ago, the tax office sent me a reminder, urging to pay the tax on the land somewhere in Montana. It was addressed to my father. In his scant testament, he didn't say a word about a property in the mountains. In father's things, I didn't find anything, even though I looked literally everywhere. Wir haben also einen Brief gekriegt an den Vater, der schon verstorben ist, adressiert, dass er Steuer zahlen soll für ein Grundstück in Montana, in den Bergen, wo wir aber gar nichts von wissen. Vielleicht sind wir jetzt gerade auch auf dem Weg zu dem Grundstück. Das würde ja dann der Story, das würde jetzt schon mal Sinn machen, dass wir uns mal vielleicht dieses mysteriöse Grundstück mal ansehen. Mal schauen. I found the title deed written on a napkin from Wendy's, in the trunk that father used as a twisted desk, which was full of old papers and magazines. The act, written with red lipstick, referred to some cottage in its surroundings, high in the Rocky Mountains. In the truck, except for a spotty, moldy Kerouac's book on the road, I found also a journal. It described a lot more than just my father's hippie part of life. Oh yeah, certainly a lot more. Okay, es geht also um eine kleine Hütte in den Bergen, und wir haben ein Tagebuch gefunden, wo mehr als nur sein Hippie-Leben geschrieben wird. Ja, anscheinend sind wir dann auf dem Weg zu einer Hütte. Boah, bei Hütte im Wald habe ich immer so, da kommt immer sofort Tanz der Teufel in den Sinn. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie auf sowas hinaus. Boah, das wäre schon zu krass. Also, Tanz der Teufel Spiel wäre schon echt zu krass. I've always wanted to be a writer, as my father, but I had a scientific mind. I couldn't find a subject. When I read the first few pages of the journal, I knew that I had found great material for a novel. Don't know why, call it an intuition. I thought that I would go to this marvelous cottage, get in the mood, and the book would be a bestseller. Okay, wir wollten auch immer Schriftsteller werden, wollten gerne was schreiben, wir hatten aber nie eine Idee. Und jetzt haben wir angefangen, das Tagebuch von unserem Vater zu lesen. Und da kam die Intuition, dass wir daraus einen Bestseller machen. Und am besten können wir uns dann halt hineinversetzen, wenn wir diese Hütte besuchen. Ich denke mal, dass das Tagebuch in der Hütte geschrieben wurde. Wir besuchen jetzt also die Hütte, können es dann vielleicht noch besser in dieses Tagebuch hineinversetzen und können dann halt einen Bestseller schreiben. Okay. Oh, eine Brücke. Oh, ein reißendes Gewässer. At last, picturesque light of the setting sun. I got on a little wooden bridge on the verge of a dense forest over a rough mountain brook. Oh, wir haben eine Map. Okay.
oben rechts ist eine Brücke. Sind wir wohl von oben rechts gekommen? Genau in der Mitte der Karte ist das Häuschen. Dann gehen wir einfach mal den Weg lang. Dann müssen wir ja zum Haus kommen. Rennen kann ich immer noch nicht und bleiben wir hier ganz geschmeidig auf dem Weg und spielen einfach den Spaziergeh-Simulator 2016 weiter. Ein bisschen Dudelmusik wieder. Aber passt alles ganz gut hier so in die Atmosphäre. Huch. Ein Kreuz. Wurde hier jemand anscheinend begraben oder... Das ist halt nur so ein Gedenkkreuz, aber hier sieht es schon so ein bisschen nach Grab aus. Kann man da... Also ich kann da jetzt nichts lesen. Wenn du was lesen kannst, schreib's in den Kommentar. Ich kann da nichts sehen. Gehen wir mal weiter. Musik schon wieder zu Ende. Hier, ja, da ist der Bach. Bisschen sehr laut für seine Größe. Huch. Boah, auf einmal wird es dunkel und es regnet. Lauf! Ja, nicht nass werden. So, da ist noch eine kleine Hütte. Hier ist das Haus. Ja, perfekt. Schaukel. Boah, kann ja auch nur zwei Schritte rennen. Boah, ich habe letztens noch ein anderes Horrorspiel angefangen, da konnte der Typ auch nur zwei Schritte rennen. Das Spiel war aber so schlecht, dass ich das abgebrochen habe. Ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Selbst wenn ich es wüsste, ich möchte das jetzt auch nicht schlecht machen hier. Okay, vorne können wir nicht rein. Boah, der Typ hat eine Ausdauer. Ui, ach. Okay. Okay. Wir haben Licht. Anscheinend geht's hier rein. Aber ich habe gerade gesehen, da ist eine kleine Hütte noch und wie geht da ein Stromkabel lang. Also bevor ich reingehe, gucke ich erstmal, ob ich hier vielleicht Strom machen kann. Weil Licht in einem Horrorspiel ist immer super. Haben wir hier was? Okay, er zeigt mir an, aber ich kann nicht interagieren. Alles klar. Einmal. Oh, ein Generator. No step caution, okay. Hebel. Ja, Licht. Krasse Scheiße, wir haben Licht. Boah, ist das laut. Ist das laut, Alter. Guck hier, es werde Licht, wie geil. Und rein da. Schluck Kaffee. Achso. Ha! Oh, wie geil, ich habe eine Lampe. Ich muss sagen, das sieht doch schon ziemlich cool aus. Für ein Indie-Spiel hat das was. Das sieht echt nice aus. Okay, wir haben keine Hand und keine Füße. Ich weiß, das bemängle ich öfters mal. Aber, haben wir Licht? Ja, wir haben Licht, aber nur die eine Lampe anscheinend. Boah, wie die Lampe hier rumwedelt. Hui, hui. So, hier haben wir eine verrammelte Tür. Anscheinend will jemand nicht, dass man da reingeht. Oder was noch beunruhigender wäre, dass jemand da unten drin ist und nicht raus soll. Wahrscheinlich im Keller. Natürlich noch beunruhigender. Okay. Ah, das finde ich auch jetzt nicht so geil. Haben wir hier Licht? Nein. Aber zum Glück haben wir unsere Lampe hier. Streichhölzer? Ach, kann ich sogar nehmen. Geil. Kleiner Fernseher. Was zu lesen?
Boah, hier noch mehr. Boah, dieses Wackeln der Lampe macht mich bekloppt. Okay. Okay, das ist also jetzt. Also Seiten aus dem Tagebuch. On the fourth night, also während der vierten Nacht. In der vierten Nacht fiel der erste Herbstschnee. Im September. Verfluchte Berge. Dazu noch dieser verstopfte Schornstein. Kein Zug. Ich habe keine Ahnung, was ihn verstopfte. Andererseits will ich es vielleicht nicht wissen. Ich heize im Ofen in der Küche. Nur, um ewig auf den Weg zu Ende zu schreiben und für den Winter nach Kalifornien wegzuziehen. Also, der Kamin ist anscheinend verstopft. Warum auch immer. Macht mir jetzt schon keine Hoffnung. Da wird irgendjemand oder irgendetwas drin sein in dem Kamin. Auf jeden Fall hat der Vater dann... okay. Anscheinend hat der Vater dann halt in der Küche geheizt. Hier mit dem Ofen. Okay. Auf jeden Fall wollte der Vater jetzt schnell fertig schreiben und dann schnell nach Kalifornien hinziehen, wo es wärmer ist. War hier nicht noch... Hey, bin ich doof? Das habe ich jetzt gelesen. Hier lacht doch noch was, oder nicht? Hä, hier lacht doch noch was zum Lesen. Okay. Haben wir vielleicht eine Küche Licht? Wow, Alter. Okay. Bitte beruhig dich mal. Okay. Okay. Heute Nacht hatte ich einen schrecklichen, verdammten Albtraum. Oder ist es die Wahrheit? Die Perser sind an allem schuld. Ich habe geträumt, dass ich aufgewacht war und über mich gebeugt. Und über mich beugten sich ein alter Soldat und Billy, nur irgendwie jünger. Ich war mit einem Ledergürtel gefesselt und konnte mich nicht bewegen. Und sie quälten Yvonne, arme Yvonne. Sie schlugen und vergewaltigten sie abwechselnd. Vermutlich habe ich nie aufgehört, sie zu lieben. Okay, warum Perser? Wer ist Billy? Und wer ist Yvonne? Ich hab keine Ahnung, ey. Dass ich hier immer wieder ins Spiel reinklicken muss, ist auch ein bisschen nervig. So. Ach, hier, guck mal. Guck mal, da ist nix. Wie sieht's hier aus? Huch, ein Zettel. Wie geil. So. Ich verschwinde aus dem Erdgeschoss. Ich kann hier nicht mehr schreiben. Alle Passagen des Buches... Ewig auf dem Weg scheint mir völlig falsch zu sein. Wie Sie es erwarten. Immer wieder lenkt mich etwas ab. Irgendein Quietschen, irgendein Klopfen. Sogar ein LSD-Trip ist heute nicht angenehm und fröhlich wie immer. Öffnet jetzt nicht den Verstand. Ich fühle, dass etwas Böses mich anfasst. Etwas knotet seine Sklavententakel um mich. Okay. Kann also nicht mehr hier unten schreiben und selbst ein LSD-Trip hilft dir nicht weiter. Das ist kein gutes Zeichen, wenn er einen LSD-Trip braucht, um zu schreiben. Auch so irgendwie etwas Böses fasst mich an. Hört sich irgendwie ein bisschen paranoid an. Aber okay. Weil er ist der dritte Eintrag. Achso, da ist jetzt noch eine Seite im Kühlschrank. Danke. Nächste unabsichtlich durchwachte Nacht. Weitere geschriebene Seite. Ich habe gelesen, was meine Hand mitten in der Nacht geschrieben hat. Niemals keimte mir auch nur ein Körnchen eines ähnlichen Gedanken auf. Aus dem, was ich lese, entwickelt sich allmählich ein Schundroman? Eine Katastrophe. Okay, er schreibt anscheinend in der Nacht. Ich weiß nicht, ob er im Delirium ist. Also er kann sich anscheinend nicht erinnern, was er da geschrieben hat. Und es ist einfach nur eine Katastrophe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man nicht alle seine Sinne beieinander beisammen hat oder nur ein bisschen unter irgendwelchen Drogen steht, wenn man dann was schreibt, dass das dann halt nicht so super ist. Entweder ist es halt scheiße oder ist es richtig geil. Das kann natürlich auch sein. Aber meistens sind solche Sachen voll mit irgendwelchen Wahnvorstellungen und einfach Quatsch. Kann ich irgendwas mitmachen? Muss ich damit die Lampe auffüllen vielleicht?
Ach, ist so. Ey, ohne Scheiß, jetzt habe ich den gerade nicht gesehen. Bin ich so blind? In the library there are many original. Okay. In dem Bücherschrank gibt es ausgesprochen viele originelle Bücher, die die Sklaverei unterstützen. Ich vermute nicht, dass Billy sich für solch tendenziöse Romane und Geschichten begeistert. Bevor er in das Häuschen eingezogen ist, muss hier jemand viel Klügeres gewohnt haben. War etwa sein legendärer Opa Südländer? Also, mit Südländer meint er wahrscheinlich einer aus den Südstaaten wegen Sklaverei, ne? Amerikanische Geschichte und so. Irgendwann werde ich diesen Quatsch verbrennen müssen. Mit den Lectures of the Philosophy and Practice of Slavery angefangen. Ja, also schließe ich heraus, dass ihm langsam das Heizöl oder Feuerholz ausgeht und er dann halt als nächstes dann diese Bücher über Sklaverei verbrennen wird. Okay, hier tritt schon wieder Billy auf. Billy! So, dann... Oh, was für Dampf hier. Das Gewitter draußen wie die Sau. Okay, hier ist wahrscheinlich der Vordereingang. Oh, haben wir hier irgendwas? Nein. So, haben wir hier was. Das geht nicht auf. Ui, hier geht's auf. Sieht irgendwie angekokelt aus hier. Okay. Hier haben wir das erste Mal Blutspuren in der Wanne. Und ein Quietschentchen. Ein Pümpel. Ein paar Pillen, was auch immer. Ich kann mich nicht hocken, ich kann es auch nicht lesen. Boah, hier auch wieder voll verkokelt. Als ob hier irgendwie jemand drin ermordet wurde und dann verbrannt. Oder wohl in einem Haus mit einem Holzdach würde ich jetzt nicht jemanden... Würde ich jetzt kein Feuer unbedingt hier machen. Naja. Ach, was ist das denn? Habe ich ein Spiegelbild? Ich habe kein Spiegelbild. Okay. Sodadosen. Ein verrammeltes Fenster. Ah, jetzt kommen wir hier in den Raum nebenan. Alles klar. Haben wir hier vielleicht Licht? Licht wäre doch mal ganz nett. Nein, haben wir nicht. Eine leere Pulle. Schachtel. Nix. Okay, Bücher. Kann ich aber nichts lesen. Okay, hier. Oh, ein Zettel. Was ist das? Ein Code. Hä? Ein Code? Was soll das? Ich habe das schon mal bei einem Spiel gesehen. Ich schreibe mir mal eben was auf. Vielleicht gibt es ja später noch Hinweise, aber ich schreibe mir das mal auf. Okay. Nur für den Fall. Boah, man kann es ja hier, glaube ich, immer wieder... Dich angucken, ne? Ja, okay. Alles klaro. Dann Zettel. So. In der letzten Nacht hatte ich einen schrecklichen Traum. Ich wachte mit Fieber auf. Ich setzte mich an die Schreibmaschine und schrieb wie besetzen etwa 12 Seiten des Skriptes. Völliger Unsinn. Ich habe keine Ahnung, woher diese stammen. Anschließend habe ich sie im Küchenofen verbrannt, wo das Holz nass war. Okay. Also, was geträumt, ein Albtraum, wach geworden, 12 Seiten geschrieben und sie dann wieder verbrannt, weil sie scheiße waren.